So Leute, heute geht es um Mushas. Ihr könnt Mushas finden, angeln und zu einem starken Austos machen. Nun, warum gerade Austos? Austos hat die Fähigkeit Wertelink. Das heißt, solche Attacken wie Eisspeer, die zwischen 2 und 5 Mal treffen können, treffen immer 5 Mal. Und Felswurf trifft auch immer 5 Mal. Das heißt, ihr könnt nach einem Hausbruch, wenn ihr das Austos mit Fokusgurt spielt, da könnt ihr schon richtig heftigen Schaden austeilen. So, wie ihr das kriegt, zeige ich euch hier. Also ihr seid hier auf der ersten Insel, Mele Mele, und ihr müsst dann zum Blumenmeer. Moment. Wo das ist? Das ist, kurz auf der Karte, einfach hier oben in der Mitte. Mele Mele, Blumenmeer. Ihr müsst jetzt zur Kala-E-Bucht gehen. Das ist so ein bisschen versteckt. Und, ich nutze erstmal den Top-Schutz. Um ein bisschen schneller durchzukommen. So. So, dann geht ihr hier nach unten links. Kurz hier durch. Dann hier unten. Und da ist so ein Loch. Und hier durch müsst ihr dann gehen. So, das ist die Meereshöhle. Geht hier schön unten rechts durch. Und gleich sind wir am Ausgang und müssen dann an einer blubbernden Stelle angeln. So, da sind wir. Und jetzt dürfen wir nicht rennen, wir müssen langsam hingehen. Denn sonst verschwindet die blubbernde Stelle. Ihr könnt dann zu 20% was fangen. Also Mushas. Sonst folgen nur Carpador und Lusardin. Ja, immer noch nix. Manchmal findet ihr auch so Perlen, Triperlen, die ihr dann für 3000 oder so... Oh, und direkt der erste Treffer. Dann macht ihr wieder das gleiche. Trugschlag. Oder ihr könnt auch mit dem Flottball direkt fangen. Ja, und so fangt ihr dann Mushas. Und das könnt ihr dann auf Level 50 trainieren. Gibt ihm einen Wasserstein. Und dann entwickelt es sich zu Austos. Ganz wichtig ist da der Hausbruch. Ihr könnt das Austos auch mit Turbodreher spielen, um die Hazards, also die, wie heißen sie? Na, ihr wisst, um die Steinchen wegzumachen und die ganzen anderen Giftspitzen und Spinnennetz und so weiter. Ja, das war eine kurze Anleitung. Danke fürs Zusehen. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn du willst, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns wieder bei dem nächsten Tutorial. Ciao.